Deutscher Arbeitgeber sexuelle Beziehungen zwischen Chef und Untergebenen verbieten. Ich weiß nicht, wo es war. Deutsche Fußballnationalmannschaft. Da ist das nicht so gern gesehen. Und bei der Bundeswehr. Richtig, haben wir es wieder. Und bei der Bundeswehr. Okay. Herzlich willkommen bei Darf man das? Der gerechtesten Comedy-Show der Welt. Heute dabei Thomas Hackenberg, Matze Knob, Mike Krüger, Lou Richter. Und nun begrüßen Sie den gerechtesten Moderator Deutschlands. Erheben Sie sich für den ehrenwerten Ingolf Lück. Sie dürfen sich setzen. Dankeschön. Ich bin noch nicht mehr lange drin. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen bei... Darf man das? Erinnern uns an unsere Kindheit, ja. Darf man das? Darf man der Oma? Das darf man nicht. Schön, dass Sie da sind. Internationale Fälle und aus der ganzen Welt verrückte Prozesse, skurrile Urteile, aber alle sind wahr. Damit beschäftigen wir uns heute. Ihr spielt gegeneinander, könnt Punkte machen. Wer die meisten Punkte hat, der hat am Ende gewonnen. Und wir legen gleich los mit unserer ersten Rubrik. Darf man das in Deutschland? Ja. Matze Knob ist ganz gespannt, ja? Ich fiebere. Hier ist unsere erste Frage. Darf ein deutscher Arbeitgeber sexuelle Beziehungen zwischen Chef und Untergebenen verbieten? Was? Ich glaube, er kann natürlich Sex zwischen Untergebenen verbieten, wenn das während der Arbeitszeit und in den Büroräumen passiert. Das schon. Aha. Aber die haben ja irgendwann mal Feierabend und der Chef ist ja, das ist ja, ich meine, Leibeigenschaft, wird zwar bald wieder eingeführt, ist aber noch nicht. Also wenn die zu Hause können. In dem vorliegenden Fall ist es verboten worden, sowohl für den Betriebsort als auch natürlich für die Freizeit danach. Also generell sexuelle Beziehungen zwischen Chef und Untergebenen. Also, ah, dann weiß ich, wo es war. Deutsche Fußballnationalmannschaft. Da ist das nicht so gern gesehen. Und bei der Bundeswehr. Richtig, da haben wir es wieder. Und bei der Bundeswehr. Okay. Also er darf es nicht verbieten. Er darf es nicht, er darf sagt es ihr? Nicht verbieten. Was sagt ihr? Natürlich darf er das verbieten. Findest du? Wenn ich Chef wäre, würde ich das auch verbieten. Nein, lass doch, die jungen Leute. Müssen wir uns einigen? Wir müssen uns einigen. Ja. Aber ich mache das, was du sagst. Na komm, du hast recht. Ich habe recht, ja, er darf das verbieten. Er darf es verbieten. Ja. Ihr sagt ja, nee, ihr sagt nein, nein, er darf nein, es nein, nicht. Nein, nein, nein. Persönliche Freiheit, persönliche Freiheit. Ah. Er darf es nicht. Er darf es Gott sei Dank nicht. Das war knapp. Wir hatten sogar versucht, nicht nur Beziehungen, also bitte, lasst uns dann teilen. Ich habe gesagt, das war knapp. Also wir waren knapp dran. Ja. Das ist so ein Stück zu Wasser. Ärgerlich, oder? Ja, Jungs, ihr dürft jetzt und er kann es nicht verbieten. Nur zu. Ja. Also, die hatten sogar versucht zu verbieten, die Annahme von Geschenken und so weiter und so weiter als unangemessenes Verhalten zu definieren und die Einrichtung einer Hotline zur Meldung von Verstößen einzurichten. Und das alles dürfen die nicht machen. Das ist alles verboten worden. Das ist auch gut so, glaube ich, oder? Natürlich. Ja. Das heißt, nein, ich finde nicht. Wieso willst du sich das kaufen? Matze Knob und Thomas Hackenberg führen mit einem Punkt jetzt. Das ist der erste Runde. Toll. Ganz klar. Bravo. Sehr gut. Bravo. Und da freut sich natürlich Frau Lutz, die heute zu eurem Team gehörte, die nämlich ein Knöllchen bekommen hat. Und wir haben bei euch haben wir Frau Kühnel, also zwei Damen, die mit Knöllchen mit haben. Wir kommen noch. Die natürlich hoffen, dass ihr gewinnt. Ja. Viele Damen heute. Und wir haben auch festgestellt, dass unsere Sendung von vielen Schwangeren geguckt wird. Und da ist ja immer, in der Familie ist ja immer der Ärger, was gibt man dem Kind für einen Namen? Man will dem Kind ja irgendwie keine Schwierigkeiten machen für später. Es soll ja möglichst neutral sein. Ja, also kann man neutrale Namen wie etwa Duda, ja, oder Dings, ja. Oder nennt man es kosmopolitisch, ist das ein Name? Oder nennt man es nach dem Ort, wo es gezeugt worden ist? Also
Ikea-Bett, aber das ist einfach eine Frage, mit der wir uns in der zweiten Frage beschäftigen wollen. Ja. Die da nämlich lautet: Darf man seinem Kind den Vornamen... Ich sehe es auch zum ersten Mal, natürlich, alles. Darf man seinem Kind den Vornamen Birkenfeld geben? Ja, natürlich darf man das Birkenfeld nennen, weil es gibt ja zum Beispiel Kinder mit Doppelvornamen. Ja. Zum Beispiel das Birkenfeld, Maisfeld, Winter. Ja, sehr schön. Heißt ein Bekannter von dir. Ja. Alter Freund. Ja. Birkenfeld, Maisfeld, Winter. Ja. Ist es in Deutschland erlaubt, ein Kind Birkenfeld zu nennen? Ist ja auch erlaubt, das Kind Ingolf zu nennen. Ja, natürlich. Oder? Ja, aber da muss man auch sagen. Da muss man ja auch sagen, dass das ja in seinem Falle auch eine Bestimmung des Zeugungsorts ist. Ja, natürlich. In Golf. Ja. Nicht in Kadett, in Golf. Nee, damals gab es noch keinen. Ich wurde, glaube ich, auf eine NSU Max, wurde ich, glaube ich. Aber meine Eltern, muss ich sagen, ich meine, das ist sehr privat, aber meine Eltern fanden den Namen damals klasse. Ich war der Einzige, ich kenne bis heute, glaube ich, drei Ingolfs oder nicht mehr. Es war ganz schrecklich mit diesem Namen, aber ich hieß ja nicht nur Ingolf, ich hatte sogar noch eine lange Nase. Das ist schrecklich. Es war ein doppelt geprügeltes Kind. Ja, und da hat der Mike ja Glück gehabt. Ja. Es ist so, dass man, glaube ich, wenn ein Kind zum Beispiel Pippi nennen will, deswegen Pippi Langstrumpf oder so. Ja. Also ich glaube, es gibt irgendwie eine Regel, dass das Kind nicht darunter zu leiden hat in der Schule unter dem Namen. Ja, aber könnte ich mir vorstellen, dass Birkenfeld geht, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, Hühnerkacke eher weniger. Ja? Also dass dann schon, also wenn es dazu geeignet ist, dass das Kind irgendwie gehänselt wird und dann irgendwie irgendeine Psychose kriegt oder so, dann eher nicht. Ich frage mich immer, warum heißt eigentlich ein schöner nordischer Name, warum heißt eigentlich niemand Brote? Ja? Oder ein Mädchen Deponie, wäre da auch nicht schlecht, oder? Wir sind eigentlich Marihuana. Also ich kann euch gleich sagen, es wurden Namen abgelehnt in Deutschland, zum Beispiel Seerose, Möwe, Woodstock oder Stone. Das wurde abgelehnt. Ja. Aber Bavaria, Europa, Tiger, Sonne, Jesus und Philipp Pumuckl wurde erlaubt. Ne? Ja, dann wird es irgendwas mit Ort zu tun haben und wahrscheinlich. Also glaubt ihr, dass jemand zum Beispiel, in Frankfurt, das spielt nämlich in Frankfurt, dass jemand in Frankfurt heute Birkenfeld mit Vornamen hat? Ja. Sagt ihr beide ja? Richtig. Dann dürfen ihrem Kind den Vornamen Birkenfeld geben, wenn man aus dem zusätzlichen Vornamen heraushören kann, was das Kind für ein Geschlecht hat. Ja. Das ist ja bei Birkenfeld einfach, weil das Mädchen heißt ja Birkenfeldin. Nee, aber es ist sowohl für Jungs als auch für Mädchen ein Vornamen. Ne? Ehrlich? Ja. Absolut. Ja. Es gab Birkenfeld. Ja. Der Junge heißt dann Birkenfeld-Webel. Wenn er mit Nachnamen Webel heißt, ist das natürlich blöd. Also, für jeden gibt es einen Punkt und wir kommen zu der nächsten Frage. Darf ein Mann die Ehe rückgängig machen, wenn er von der Rotlichtvergangenheit seiner Frau erfährt? Puh. Oliver Kahn. Gina White, ist sie nicht auch getrennt irgendwie jetzt mittlerweile? Von ihrem, aber das ist doch alles, ist kein Rotlicht. Rotlicht heißt doch als Prostituierte gearbeitet. Gina White hat Sexualaufklärungsfilme gedreht. Ja, oder Verona Feldbusch und Dieter Bohlen. Ich meine, das ist ja auch so eine Medienprostituierte, der Dieter. Und da hat dann Verona sich gedacht, Mensch, der Dieter, was macht er denn da? Ich trenne mir von ihm. Hast du gerade Medienprostituierte gesagt? Ja, ist doch so in gewisser Weise. Als sie mich gefragt hat und so, da habe ich mir so mein komplettes Leben in der Bild verkauft. Alter. Ich weiß echt so gar nicht, so, was du so willst von mir. Ey. So, echt so, ey. Also ich sag mal so, echt mal nö, finde ich voll scheiße. Also ich glaube auch, das kann man in Deutschland nicht wieder rückgängig machen. In USA ist natürlich was anderes. So bin ich ja damals aus dieser Nummer mit der Britney Spears rausgekommen, weißt du noch? Gott sei Dank. Außerdem ist es ja so, es ist ja eine Ehe, ist ja kein Bewerbungsgespräch. Also wenn du jetzt in Bewerbungsunterlagen zum Beispiel das verschweigst, ist das nachträglich ein Kündigungsgrund. Jetzt ist die Frage, ob die Ehe ein Arbeitsverhältnis ist, für die Frau meistens ja, aber...
Ne? Ich glaube, bei der Ehe ist es schon ein Unterschied. Nein, nein, meine Damen, nein, muss nicht sein. Doch! Aber ihr sagt beide nein, er darf die Ehe nicht rückgängig machen. Ja, sagen wir. Da habt ihr recht. Natürlich, darf er es nicht. Wie kommen wir denn dahin? Das wäre das allerletzte. Die Ehefrau war nicht verpflichtet, ihren zukünftigen Ehemann vollständig über die vorehelichen sexuellen Erfahrungen aufzuklären. Ja, es gibt ja in deutschen Innenstädten gibt es ja unglaublich wenig öffentliche Toiletten. Man steht also irgendwie auf dem Marktplatz in der Eifel und muss plötzlich aufs Klo, ist ja ganz schrecklich, und sagt, wo ist die nächste Toilette? Und einer sagt, ja gut, geht 500 Meter geradeaus, 300 Meter links, 1,6 Kilometer rechts. Und dann kommt irgendwann der Bahnhof und fragst, okay, gibt es da Toiletten? Nein, aber da gibt es Züge und die haben Toiletten. Darf ein deutscher Wirt Passanten den Zugang zur Toilette, Kneipe, verweigern? Ich glaube, dass der Wirt es nicht untersagen darf, aber ich glaube, im Zweifelsfall, so irgendwo ist straßenfest und alle sagen, ja, wir gehen nicht irgendwo auf das Pixi-Klo, sondern da vorne in die Kneipe, dann kann der Wirt, glaube ich, schon hingehen und sagen, so Junge, 50 Cent. Das kann er, glaube ich, machen. Oder 100 Euro. Private Räume. Ja, eben sowas. So, also er darf es nicht verbieten, aber er darf schon irgendwo, glaube ich, für Nicht-Gäste irgendwie eine Gebühr von, 50 Cent bis 150 Euro. Oder 2 Mark, wenn er gar keinen Bock drauf hat. Ja, genau. Dann haben wir 2 Reichsmark. Gerne. Genau. Aber oder Briefmarken zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auch in vielen Fällen einfach eine gute Promotion. Weißt du, dass die Leute einfach mal durch den Laden durchgehen, sehen, ey, da ist ja super Einrichtung, toller Tresen, der hat alle Getränke. Ja. Okay, ich muss hier heute nur auf Toilette, aber vielleicht komme ich morgen zum Trinken wieder. Ja. Das ist ja auch schöne Promotion. Ja, genau. Ohne Also wenn ihr es richtig verstanden habt, sagt ihr beide, dass der Wirt keine rechtliche Handhabe hat, das zu verbieten, den Gang zur Toilette. So ist gut. Hat er doch. Der Wirt kann schweigen. Der Wirt kann das verbieten. Der kann das verweigern. Und zwar ist eine Gaststätte grundsätzlich ein privater Gewerbebetrieb. Der Inhaber des Betriebes ist also Inhaber des Hausrechtes und kann sich aussuchen, wer auf seine Toilette geht. Er kann sagen, es kann natürlich sein, dass es im schlimmen Fall unterlassene Hilfeleistung ist. Ja. Aber dafür muss schon eine andere Voraussetzung vorliegen als der bloße Druck auf der Blase. Das heißt also, weil die Straßenbahn öffentlicher Raum ist, darf ich da reinpinkeln? Das ist der Umkehrschluss und so richtig, ja. Gut. Werden wir nachfragen und werden wir nächste Woche auf jeden Fall, ich schreibe mir das auf, behandeln. Bitte. Ja? Oder mach es doch einfach, dann haben wir einen schönen Fall. Ja. Ne? Oder so, genau, vielleicht kannst du es noch machen. Also, leider keinen Punkt. Thomas Sachenberg und Mats Knopf führen mit 3:2 und wir kommen zu unserer Rubrik auf frischer Tat. Denn jetzt könnt ihr zeigen, was ihr drauf habt, als ob ihr wirkliche Staranwälte, als ihr euch hier bei uns beworben habt, seid. Denn ihr werdet jetzt gleich 2 Filme sehen, die wir aus internationalen Überwachungskameras rausgeschnitten haben. Und der erste Fall hier ist für das Duo Knob Hackenberg. Hier ist euer Filmfall. Ta-ta-ta-ta! Bühne frei für den dreistesten Ladendieb aller Zeiten. Unmaskiert und unbewaffnet betritt er eine gut besuchte Tankstelle mit nur einem Ziel, die Tageseinnahmen. Zunächst setzen sich die Kassierer noch mutig zur Wehr, doch dann überlassen sie dem Räuber lieber das Feld. Das Ziel ist zum Greifen nah, doch wie geht diese dumme Kasse nur auf? Das kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht ein bisschen dran ziehen? Nein, auch nicht. Na dann eben doch mit Gewalt. Für ihn gilt nur eins, das Ding muss auf, egal wie. Doch alle Versuche, an das Bargeld ranzukommen, scheitern kläglich. Sieger nach der dritten Runde, die widerspenstige Kasse. Der Verbrecher muss mit leeren Händen den Rückzug antreten. Ein klarer Fall, warum der unschuldig ist, oder? Ich bin gespannt. Ja. Hohes Gerücht, meine sehr verehrten Geschworenen. Natürlich ist mein Mandant unschuldig. In letzter Minute hat sich ein Zeuge gemeldet, den ich jetzt hier in den Zeugenstand bitten möchte. Ich rufe den Zeugen der Verteidigung, Franz Klaus Gabi Beckenbauer, auch der Kaiser genannt. Bitteschön.
Herr Beckenbauer, wir haben sehr lange gerätselt, wen wir da eigentlich auf diesem Überwachungsvideo gesehen haben. Und Sie können uns da bestimmt weiterhelfen. Ja, gut, sicherlich. Ja, das ist also... Freunde, ja. Ja, richtig, ja. Ja. Das war... Herr Richter, das war also ganz klar, das hat man erkennen können am Laufstil, an der Bewegung, er kann rechts und links... Wer war es bitte, Herr Beckenbauer? Es war Lukas Podolski, ja. Er hatte... Moment mal, ja, Moment. Er hat zum FC Bayern gewechselt und man hat ihm ein Handgeld versprochen, was er nicht bekommen hat. Und dann ist er eben in die FC Bayern Tankstelle an der Sebener Straße. Ich glaube, das Handgeld tut nichts zur Sache in dieser Sache, Herr Beckenbauer. Ja, Sie haben recht, ich habe gelogen. Ja, das ist, was? Moment mal. Ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gerade eben? Ja. Nein, also es war folgendermaßen. Wie war es denn, Herr Beckenbauer, bitte? Lukas Podolski kam in diese Tankstelle herein, hat die Kasse klingeln hören, hat gedacht, ja, Moment einmal, das ist gar keine Kasse, das ist ein Prepaid-Handy. Er wollte an dieses Handy drangehen, weil seine Mutter aber dran hat gesagt, ja, hallo Mama, ich kann dich nicht hören. Und dann hat er gesagt, verdammt nochmal, dieses blöde Handy, es geht immer zu kaputt, ich werde verrückt. Ja. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, richtig so war's. Ja, Franz! Du, servus, grüß dich! Der Franz! Ja, die haben Franz, die haben eine richtig saubere Zucker. Sehr überzeugende Philologie, sehr, sehr schön. Und wir kommen gleich zum nächsten Fall und der ist für euch. Echt? Ja! Okay, have you been drinking tonight? Scheinbar eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Scheinbar. Wow, schickes Outfit. Mal sehen, wie der Lederhosen-Cowboy die Vorgaben des Gesetzeshüters meistert. Aufmerksam beobachtet er die grazilen Bewegungen des Polizisten. Ein ganz simpler Test, um herauszufinden, ob der Paradiesvogel ein Glas zu viel gezwitschert hat. Sieht ganz so aus, denn unser Verwandlungskünstler scheint überfordert. Und dem Polizisten bieten sich Einblicke, die wir noch nicht erahnen. Der nackte Wahnsinn. Wo kommt dieser Frischluftfanatiker denn her? Der Mann ist ja hackedicht und hat jetzt noch eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses an der Backe. Und das steht im Homosexuellen und die machen jetzt erst einmal, ja. Ich hatte eher den Verdacht, dass die beiden zusammen weggefahren sind, Hand in Hand danach, nach diesem Vorfall. Aber ja, das habt ihr zu entscheiden. Warum ist dieser Mann unschuldig? Ja. Eine Minute Zeit für euch. Wie machst du noch gut? Hohes Gericht. Verehrte Anwesende, dieser Fall ist natürlich total anal, ich meine banal. Es ist eine ganz, ganz simple Angelegenheit und zur Klärung, zur Verteidigung meines Mandanten bitte ich jetzt, auch wir haben einen Zeugen in letzter Sekunde gefunden. Meine Damen und Herren, es ist der Mann, der bei dem gerade gesehenen Film nicht zu sehen war, aber dennoch dabei. Er saß auf dem Beifahrersitz. Ich begrüße Siegfried Reu. Herr Reu. So, Herr Reul, sagen Sie uns bitte zunächst, in welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Angeklagten? Wir sind sehr glücklich und quasi verlobt. Ihr Verlobter also? Mein Verlobter. Ja, da wünsche ich viel Glück. Zunächst möchte ich Sie allerdings fragen, in diesem Film wurde der Verdacht geäußert, Ihr Verlobter sei angetrunken oder gar betrunken gewesen. Also, ich trinke vielleicht mal so einen kleinen Prosecco, aber der Siggi gar nicht. Gut, also diesen Verdacht können wir ausräumen, wenn Sie uns die Frage noch beantworten, warum er denn da so seltsam schwankte. Wir sind zusammen, wir treten auf, wir sind ein Tanzduo und wir hatten eine Gala auf einem Schiff.
Das hat so geschwankt. Und der Sigi, der kann das gar nicht gut ab. Gut. Wäre also der erste Verdachtsmoment gegen Ihren Mandanten aus der Welt. Bleibt die Frage offen, warum war Ihr Verlobter rektal entblößt? Das hat mich sehr gewundert. Film, er hatte die Hose verkehrt rum an. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, meine Damen und Herren, der Freispruch liegt ganz klar auf der Hand. Alles andere wäre für den Arsch, oder? Ja, danke sehr. Natürlich. Sehr, sehr schön. Die Minute ist gerade abgelaufen, meine Damen und Herren. Jetzt sind Sie dran hier im Saal Doppel-Null des Fernsehgerichts. Was fanden Sie am besten? Wer inspiriert Sie am meisten überzeugt? Sie haben Karten auf Ihrem Platz mit den Konterfeis unserer beiden Anwaltskanzleien. Und ich bitte Sie, jetzt die von Ihnen favorisierte Karte in diesen Abstimmungsbehälter zu verbringen. Und in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, für Sie zu Hause unsere lang erwartete Gewinnspielfrage. Die Frage ist heute: Darf sich ein Ehepaar bei der Scheidung von einem gemeinsamen Anwalt vertreten lassen? A, ja, weil es günstiger ist, oder B, nein, es wäre Parteivorrat, Verrat. Bitte rufen Sie jetzt an unter 01379 449 449 und das können Sie gewinnen. Bis gleich. Gewinnen Sie 500 Euro. Rufen Sie jetzt an unter 01379 449 449. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung. Viel Glück. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Darf man das? Wir haben flammende Plädoyers gehört, unserer beiden Anwaltskanzleien. Und das Publikum hat, während Sie sich an unserem Gewinnspiel erfreut haben, abgestimmt. Und wir haben jetzt ein Ergebnis und werden wissen, wer diese zwei Punkte jetzt in dieser Runde mitnimmt. Die Sieger beim Plädoyer sind Thomas Hackenberg und Matze Knob. Kann doch gar nicht sein. Nie war es so knapp wie heute, das kann ich schon sagen. Es war super knapp, aber trotzdem zwei Punkte an euch. 5:2 für euch und wir kommen zu unserer nächsten Runde. Darf man das? Weltfrei. Und wir gehen gleich nach auf die Insel, nach Großbritannien. Und ich frage euch, warum wurde einer 25-jährigen Britin das Haustier ihres Freundes zum Verhängnis? Ja, ist ja völlig klar. Der Brite hat ja einen Hang zu skurrilen Haustieren. Und wahrscheinlich war es der Premierminister, den sie sich an der Kette hielt. Die Briten sind ja auch gerne mal etwas obskur in der Wahl ihrer sexuellen Haustiervorlieben. Und da hat sie gesagt, entweder Toni oder ich. Aha. Ich glaube, dass diese Familie, was eine Familie? Nein, es war ein Pärchen. Dieses Pärchen, es war ein Pärchen, einen, ja. Hund. Und die Frau hat zum allerersten Mal gekocht, weil normal hat er immer gekocht, diesmal hat sie gekocht. Und sie hat nicht aufgepasst und wollte Apfel im Schlafrock machen und hat dann irgendwie Dogge im Schlafrock gemacht, hat reingebissen, Hund tot, Partner sich getrennt, riesengroßes Chaos, irgend sowas muss es gewesen sein. Was aber ja eigentlich normalerweise nicht schlimm ist, weil Hund im Schlafrock ist ja das britische Nationalgericht. Richtig. Die Frau hat einfach die Minzsoße vergessen. Ja, genau. Ist ja vollkommen einfach und ganz, ganz simpel. Großbritannien, Haustier, da denken wir an Rind, natürlich. Rinderwahnsinn, ja, sie haben einen Rind sich gehalten. Das haben wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Jeder hält sich da einfach mal ein paar Rinder. Ja, natürlich. Ne? Und in diesem Falle war es eben leider Gottes ein mit BSE verseuchtes Rindvieh, das sie irgendwann aus Wut gegessen hat. Also, ich kann Ihnen einen Tipp geben, mit einer Katze, mit einem Hund oder mit einem Rind wäre das nicht passiert. Aha. Wählen Sie dich? Achso, Frank. Ja, es scheint aber zu sein. Ich weiß es. Das war ganz einfach. Wer wurde es? Ihr wurde es zu Verhängnis? Ja. Ihr. Ja, das Tier. Logisch. Frauen reden natürlich viel, logischerweise. Reden auch, wenn der Hausfreund kommt, reden sie natürlich mit dem Mann, sprechen ihn auch dummerweise mit Namen an, sagen dann nicht, wie der Ehemann hieß, John, sondern sagen, George, schön, dass du da bist und so. Was sagt der Papagei abends? George, schön, dass du da bist. Ganz genau. Herr Krüger. Hier ist der dazugehörige Artikel. Es ist passiert in England. Der Papagei hieß Ziggy und der Liebhaber der Frau hieß Gary. Und als sie dann mit ihrem Mann zusammenlag, hat der Papa gesagt, ich liebe dich, Gary, ich liebe dich. Und hat so Knutschgeräusche gemacht.
Ja. Mittlerweile ist die Scheidung natürlich eingereicht, aber ganz bei klar. Bei wem ist der Papagei? Was? Bei wem ist der Papagei? Bei Gary. Nein, der Papagei, der Typ hat den Papagei rausgeschmissen und hat gesagt, dass seine Freundin auszog, sei weniger schmerzlich gewesen, als den Papagei wegzugeben. Ich liebe Ziggy unendlich, aber ihn in der Wohnung zu haben, war eine reine Folter. Ja, also klar. Traurige Fälle aus aller Welt. Menschliche Schicksale, meine Damen und Herren. Ein Punkt natürlich ganz klar für euch und wir gehen direkt in die USA. Warum bekam ein US-Amerikaner $400.000 Schadensersatz für sein unbefriedigtes Sexleben? Da kann ich so viel tun, oder sogar in Amerika, ja? Da wäre ich reich. Ja. Ist nur Spaß. Die Gummipuppe ist geplatzt vielleicht. Sowas. Ja. Ja, ist eine Apparatur kaputt gegangen, die man zur eigenen Befriedigung benutzt, zur Liebe an und für sich. Er hat sich verletzt an was? An der Zahnbürste, die er falsch eingesetzt hat. Der wo falsch eingesetzt? Also ist ihm die Penispumpe geplatzt? Lass mich direkt fragen. Nein, damit hat das nichts zu tun. Nein, nein. Aber Sex hatte er noch. Also und mein Tipp, er konnte immer und überall. Und das mit 68 Jahren. Hugh Hefner. Ein klassischer Fall von Viagra-Überdosierung. Ja, genau, natürlich. Klassischer Fall Viagra-Überdosierung. Also irgendein Medikament, das er eingenommen hat, um nochmal ein bisschen steil gehen zu können, hat er dann falsch dosiert. Hat den sogenannten Priapismus gekriegt, oder wie wir in Fachkreisen sagen, Dauerlatte. Und die ist nicht mehr zu reparieren gewesen und entsprechend ist er halt sehr, sehr unbefriedigt. Hey, ich hab's. Also, ja, pass auf, der alte Sack, Mike, du weißt, wovon ich rede, der war im Altersheim und konnte immer und überall und da haben sie ihn irgendwann fest in Einzelzimmer getan. Und er sagt, Moment, egal ob ich 68 bin oder nicht, ich habe immer noch das Recht auf Entfaltung meiner sexuellen Persönlichkeit. Und deshalb hat er das Geld bekommen. Und deshalb hat er $400.000 gekriegt? Ja. Also eine Zwischenfrage, ist Thomas älter als ich? Ich war jetzt auch leicht irritiert. Ja, eben. Ja. Ja. Nee, aber ich bleib ja immer noch bei dieser Viagra. Es war super nah dran, aber es war nicht... Spanische Fliege vielleicht. Nein, es war nicht Viagra, es war kein Medikament. Es war... Sondern er hatte eine Gymnastikübung, die er falsch angelegt hat. Er hat sein Kondom falsch angelegt, dadurch einen Blutstau verursacht und ist in ein tiefes Koma gefallen. Wie kann Also, ihr seid so nah dran, ich gebe euch schon mal den Punkt. Ja? Sie sind so nah dran. Der Mann hatte sich ein Penisimplantat einsetzen lassen und dieses Implantat war falsch eingesetzt, sodass er diesen Priapismus hatte, eben halt diesen Dauerständer und das ging einfach nicht mehr weg und so war natürlich im Alltag war das ab und an hinderlich und da hat er die verklagt und hat $400.000 gekriegt. Obwohl was ganz vorteilhaft ist, damit fällst du nicht mehr aus dem Bett. Das stimmt, ja. Ist gut. Und der sagt, der geht nicht mehr zu, ne? Der sagt, der geht nicht mehr zu, ja genau. Also man sagt, ich meine, falsch eingepflanzt, zumindest war die Richtung richtige. Also man hätte ihn ja auch anders falsch einpflanzen können. Ja, genau. Dann hätte er wahrscheinlich noch mehr gekriegt. Ja. In der USA, weil wir gerade in der USA sind, muss ich etwas machen, was ich sonst nicht mache. Aber ich habe eben gerade noch, als ich kam, habe ich einen Film gesehen, der uns zeigt, wie in der USA die Ordnungsmacht manchmal Schwierigkeiten hat, mit ihren Klienten umzugehen. Und ich möchte Ihnen diesen Film nicht vorenthalten, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich an, so geht es manchmal zu in Amerika. Do you understand the English language? No! I want to make you aware of the fact that we're now videotaping this courtroom presentation. Do you understand this? Y'all hear this bullshit, because I'm going to sue the hell out of this county. When I get down with your county, they're going to kiss my ass. Guter Mann. Hallo. Das wäre bei uns nicht möglich, ja. Man würde bei uns ja auch, der würde ja gar nicht verstanden. Und vor allen Dingen wäre er schon am Montag, dann am nächsten Montag wäre er schon als Klingelton beim Jamba Spar-Abo dabei. Genau. Oder? Ja. Wir kommen zu unserem nächsten Fall weltweit, aber gehen nach Deutschland, kommen zu uns. Warum wurde ein Deutscher für seine Malerarbeiten angezeigt?
Naja, Maler. Also er hat keine Wände bemalt. Kein. Keine Wände. Er hat ein Bild nachgemalt. Er hat einen Monet nachgemalt und es war dann ein Rembrandt, oder? Das ist ja normal bei Rembrandt. Total das vermalt. Ja. Total vermalt. Es war unter Weinbrand ein Rembrandt. Ja, ich meine, wahrscheinlich war diese Malerarbeit nicht so wirklich bestellt. Die Frage ist jetzt nur, was hat er dann angerichtet? Graffiti. Genau. Er hat Graffiti. Er hatte Graffiti in eine Brücke gespielt. Ja, aber das wäre zu banal. Das wäre jetzt kein Fall für dann die internationale. Nein. Okay. Nein, also vielleicht, also wenn man Reichstag einpackt zum Beispiel und das nicht anmeldet, würde man auch ein Problem bekommen haben. Sowas. Das muss schon was in der großen, muss schon was Großes gewesen sein. Ja, er hat sogar drei Gesetze gleichzeitig verstoßen. Den guten Geschmack. Erregung öffentlicher Erregung. Umweltgesetz und Hausfriedensbruch. Ja. Wie oft malt man mal und bricht den Hausfrieden? Er wurde verklagt wegen Amtsanmaßung, gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Verkehrsordnungswidrigkeit. Ach so, der hat irgendwo was hingemalt, um den Verkehr zu regeln. Also er hat, ich sage jetzt bloß mal, wenn er ein großer gewesen wäre, dann hätte er irgendwo eine Ampel. Hätte eine Einbahnstraße die Pfeile in die falsche Richtung gemalt. Die Verkehrsführung auf jeden Fall eigenmächtig durch Malerarbeiten verändert. Einschränkt. Ja. Und er hat sie beeinschränkt, aber es war nicht die Verkehrsführung, es war etwas anders. Ja. Etwas, was ihm zu einem Vorteil... Er hat sich einen Parkplatz gemalt. Ja! Natürlich! Ein Parkplatz hat er sich gemalt. Ich male mir mal einen Parkplatz. Er hat sich einen eigenen Parkplatz gemalt, weil andauernd fremde Autos auf seinem Parkplatz standen und das hat man natürlich nicht erlaubt. Deswegen ist er gleich wegen drei Sachen verknackt worden. Das wäre was für meine Frau. Ja. Der wäre aber sehr, sehr groß. Eigener Parkplatz. Super. Punkt für euch und wir gehen von Deutschland nach Neuseeland und in Neuseeland ist uns folgender interessanter Fall aufgefallen. Wie will ein neuseeländischer Bürgermeister ein Radrennen von Nudisten verhindern? Menschen, die nackt Radfahren. Sattel ab. Ja. Sattel ab. Aber da verhinderst du es wahrscheinlich nicht. Nee, viele sagen, ach endlich, ja, hey, super, ohne Sattel. Er legt den Termin für dieses Radrennen um Weihnachten rum, also in den Winter. Also in Neuseeland dann in den Sommer, weil dann ist ja bei uns Winter, versteht man das? Ja. Also da, wenn es kalt ist halt einfach. Ich glaube, das macht den Nudisten nicht. Die Nudisten sind ja so auf Aufmerksamkeit, Erregung bedacht. Jetzt müssen wir mal überlegen, wer denn alles in Neuseeland überhaupt nudistisch unterwegs ist. Das sind meine Freunde, die Schafe. Natürlich. Ja. Die Kiwis haben auch nichts an. Das Rennen selbst konnte er nicht verbieten. Die Führenden oder der Führende musste immer das gelbe Trikot tragen. Und da haben die Nudisten gesagt, ich mir was anziehen, da nehme ich gar nicht dran teil. Richtig. Ja. Sehr gut. Aber zurückgeblieben. War aber nicht so. Ja. Aber hat es was eventuell damit zu tun, dass er das Radrennen oder die Freude an so einem Radrennen sehr getrübt hat? Also zum Beispiel, dass er Schneemaschinen, Rasensprenkleranlagen und sowas alles an die Strecke gelegt hat, dass es sehr, sehr unangenehm war, da nackig durchzufahren? Nein, es ging um Sicherheitsauflagen. Safety first. Die mussten die Nudisten einhalten und dann waren sie natürlich keine Nudisten mehr. Die mussten sich schutzsichere, schießsichere Westen irgendwo an, kugelsichere Westen anziehen. Für den Fall. Gegen Hagel. Viel einfacher. Also bei mir wäre es zum Beispiel was, ich müsste mir zum Beispiel was anziehen, damit es nicht in die Speichen kommt. Ja, doch, aber eben so ein... Weißt du? Ja. Und da reden wir jetzt auch vom Schlepphoden. Einfacher. Ein Suspensorium. Also so, das ist aber ein Kinder, Fahrradfahren, ganz einfach. Stützräder. Aber Stützräder. Nackt? Wieso Quatsch? Nein. Was machen denn Kinder, wenn sie Fahrrad fahren? Helm. Achso. Ein Fahrradhelm, natürlich. Er hat ihn verordnet, einen Fahrradhelm aufzusetzen und Thomas Hackenbeck hat es erraten. Sehr gut. Darüber denke ich gar nicht nach. Es steht 7-4 für Mats Knobe, Thomas Hackenbeck. Aber es ist ja noch alles drin, weil für unsere... Nächste Runde könnt ihr 5 Punkte kriegen und diese Runde heißt Kreuzverhör.
kommen wir jetzt noch. Gleich kommt Martin Bach zu uns. Martin Bach hat ein Delikt begangen, wurde zu einer Strafe verurteilt. Diese Strafe hat er bereits, es war eine Geldstrafe, hat er bereits beglichen und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, hier bei uns sich von euch ins Kreuzfeuer nehmen zu lassen. Hier ist er, hier ist Martin Bach. Herr Bach, schön, dass Sie da sind und dass Sie sich bereit erklären, sich von uns ins Kreuzfeuer nehmen zu lassen. Ihr habt jetzt 4 Minuten Zeit, Martin Bach zu befragen. Was war sein Delikt und wie wurde er geschnappt? Nach 30 Sekunden wechselt jeweils der Aufschlag und Mike Krüger und Lou Richter fangen an. 30 Sekunden, ab jetzt. Sind Sie verwandt mit Dirk Bach? Nein. Da ging es so ganz schön die Bach runter. Nix, komm, wir haben keine Zeit. Haben Sie auf der anderen Seite auch nur ein Ohr? Ich sehe das gerade nicht. Aber das ist auch, spielt keine Rolle. Sie haben ein Delikt begangen, in dem es darum ging, jemandem etwas wegzunehmen? Diebstahl? Ja. Das war Geld? Nein. Das war eine bewegliche Sache? Ja. Die haben Sie, sagt doch auch mal was. Mit zwei Rädern? Nein. War es ein Skateboard? Nein. War es aber sowas Ähnliches, was man fahren kann, ein Motorrad oder sowas, auf Rädern halt? Nein. Schwimmt es auf dem Wasser? Nein. War es Straße? Auf der Straße? Nein. War es so eine Art Luxusgegenstand, also was man gerne hat? Irgendwie so Tralala, Walkman, bla, in die Richtung? Nein. Also mit bla wissen Sie auch, was ich meine? Ja, gut. Bla war es schon. Gehört es nur einer Person? Also einer... War das ein Handy? Nein. Schmuck? Nein. Haben Sie es in einem Geschäft entwendet? Ja. In einem Geschäft, in das wir beide auch hätten reingehen können? Ja. Ja. Und wir hätten es auch stehlen können, wenn wir Lust gehabt hätten? Ja. Ja. War das ein gelbes Geschäft? Post? Nein. War das ein rotes Geschäft? Bank? Nein. War das ein gelb-rotes Geschäft? Schlachter? Nein. War es ein Supermarkt? Nein. War es ein Fachgeschäft? Ja. Ja, und zwar war es natürlich ein Sportfachgeschäft. Nein. Eine Gärtnerei. Nein. Bestatter? Nein. Es war auch etwas, was, es war kein Geld, aber etwas, was mit viel Glück zu Geld werden kann. Eine Lottobude, also eine Lotteriebude. Ja. Rubbellos. Ja. Ein Rubbellos. Und zwar mehrere Rubbellose direkt. Ja. Und mit diesem Rubbellos irgendwo gewonnen, eingesandt, eigene Adresse drauf und geschnappt worden. Schön doof. Nein. Also das ist schon der erste Teil ist erraten oder herausgefunden. Er hat Rubbellose erbeutet und in einem Lotteriegeschäft. Und was passiert aber dann? Aha. Wie wurde er geschnappt? Ja, dann hat er die Rubbellose geklaut, ist nach Hause gegangen, ganz hat viel gesagt, gerubbelt. waren da welche dabei, die gewonnen haben? Ja. Mehr als 20? Nein. Bei denen, die gewonnen haben, haben sie da überall ihren eigenen Namen draufgeschrieben. Sie sind einfach in die Lotterieeinnahmestelle zurück. Moment, der Ehrenwerte hat uns ja Zeit entwendet. Die wird ich ganz kurz nachholen. Das wollte ich aber auch gerade sagen. Ist richtig. Sie sind mit den Rubbellosen einfach wieder in das Geschäft gegangen, das sie beklaut haben. Haben gesagt, hallo, da bin ich wieder, ich habe gewonnen. Nein. Das hätte ich schlau gefunden. Die Rubbellose sind alle aufgerubbelt, ich will neue. Nein. Nein. Sind Sie denn überhaupt mit der ganzen Beute bis nach Hause gekommen? Ja. Das heißt also, dann irgendwann klopfte die Polizei bei Ihnen an der Tür? Nein. Das heißt, Sie sind zur Polizei selber hingegangen auf irgendeine Art und Weise? Ja. Nein. Wäre auch doof gewesen, ja. Er war auch nicht so dumm, in das gleiche Geschäft zu gehen, um das wieder einzulösen. Ne? Rubbellose... Also wenn er was nichts gewonnen hätte... Jemand hat angerufen, hat gefragt... Nein. Sind Sie dadurch entdeckt worden, dass Sie sich als Gewinner zu erkennen gegeben haben, Wesen, wohl? Ja. Ja. Wo könnte das gewesen sein? Genau. Bei einer anderen Lotterieannahmestelle. Ja. Da hing aber schon ein hübsches Bild von Ihnen. Nein. Aber da war zufälligerweise der Mann, dem Sie die Rubbellose gestohlen haben. Nein. Ganz nah dran. Aber auf dem Lottoschein ist irgendeine Markierung, die Sie nicht kannten. Also, Sie sind dadurch, dass Sie die Gewinne in der anderen Lottoannahmestelle eingelöst haben, dadurch sind Sie geschnappt worden. Wir müssen jetzt rausfinden, was Sie falsch gemacht haben. Weil der eigentlich nur Nieten in seinem Topf hatte und das wusste, hat gesagt, es kann gar nicht sein, dass Sie bei mir gewonnen haben. Das ist so doller Quatsch, ne? Nein. Weil Sie sich verplappert haben. Nein.
weil der das gesehen hat, aufgrund irgendeiner Tatsache an diesem Rubbellos, dass das ein geklautes ist. Nein. Weil, Nein! Ihr wart ganz nah dran, aber die Geschichte ist wesentlich kurioser und verrückter, meine Damen und Herren. Seien Sie gespannt, wenn Martin Bach gleich seine Geschichte erzählt. Und ich möchte Sie nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Darf sich ein Ehepaar bei der Scheidung von einem gemeinsamen Anwalt vertreten lassen? A, ja, weil es günstiger ist. Oder B, nein, es wäre Parteiverrat. Rufen Sie an 01379 449 449. Seien Sie gespannt auf die wirklich und wahre Geschichte von Martin Bach bei Darf man das? Gewinnen Sie 500 Euro. Rufen Sie jetzt an unter 01379 449 449. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung. Viel Glück! Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Darf man das? Schön, dass Sie bei uns sind. Unsere beiden Teams haben versucht zu erraten, wie Martin Bach geschnappt worden ist, nachdem er rubbellos aus einer Lotterienamtsstelle geklaut hat. Beide waren super nah dran, aber haben es dann doch letztlich nicht erraten. Und jetzt darf ich Sie bitten, Herr Bach, wie war die Geschichte dann wirklich? Ich habe ein Toto-Lotto-Geschäft überfallen, wie gesagt, habe mich bis 19 Uhr hinter einer Mülltonne versteckt, bis das Geschäft geschlossen wurde, habe es dann mit einer Brechstange geöffnet, wollte Geld entwenden, habe aber keins gefunden, habe 900 Rubbellose geklaut, bin nach Hause gefahren, habe mir die ganze Nacht die Finger wund gerubbelt und am nächsten Tag bin ich in das zweite Toto-Lotto-Geschäft in unserem 500-Einwohner-Dorf gegangen und habe versucht, diese 900 Rubbellose einzulösen mit einem Gewinn von 75 Euro. Da die beiden aber in Kontakt stehen, hat der Mann natürlich sofort gewusst, dass ich das war. Hat mich vertröstet und hat gesagt, er bräuchte eine Stunde, um mir die Gewinne auszuzahlen. Gutgläubig bin ich in einer Stunde wiedergekommen und habe gehofft, ich kriege jetzt das große Geld. Und dann haben die Handschellen geklickt. Und sind zu einer Geldschau verurteilt worden? Warum nicht? Man hat sich, glaube ich, verurteilt zu 40 Tagessätzen, 26 Euro. Also 1040 Euro haben Sie dafür bezahlt dann doch. Das ist richtig. Lehrgeld sozusagen. Schön, dass Sie da waren. Danke, okay. Martin Bach. Leider kann ich dann keine Punkte vergeben, aber dennoch haben wir einen Endstand. 7:4 mit 7 Punkten gewinnt Matze Knob und Thomas Hackenberg. Katalin Lutz, freut sich, Frau Lutz, was hat es damals auf sich mit Ihrem Knöllchen? Wie haben Sie das gekriegt? Ganz einfach, ich bin in eine Polizeikontrolle reingekommen, habe zu meinem Unglück auch noch Flip-Flops angehabt und ja, habe 3 Punkte und 75 Euro Strafe. Sehr nett. 75 Euro übernehmen wir natürlich. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sind natürlich gespannt auf die Auflösung unseres Gewinnspiels. Wir haben die Frage gestellt, darf sich ein Ehepaar bei der Scheidung von einem gemeinsamen Anwalt vertreten lassen? Die Antwort lautet, nein, es wäre Parteiverrat. Das war's. Ich danke mich ganz herzlich bei meinem Team. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye. Darf man das?